Alles klar, willkommen zu Episode 7. Und weiter geht's mit dem Bauern, unserem kleinen, ich habe es jetzt Observatorium getauft, weil es eben oben eine Glaskuppel bekommt. Eigentlich sollte man ein Observatorium auf einen Berg setzen. Am besten noch über den Wolken. Damit man eine bessere Aussicht auf den Sternenhimmel hat. Aber es ist ja kein echtes Observatorium. Okay, jetzt sieht sie natürlich ziemlich übel aus. Eigentlich bräuchte ich auch nochmal dringend eine Axt. Das ist auch kein Problem. Machen wir uns am besten gleich zwei. Okay. Weiter geht's. Das heißt, wir sollten jetzt zumindest hier diese erste Ebene fertigstellen mit Dach und allem, dass das Häuschen wieder dicht ist. Durchaus leuchten sollten wir es dann auch. Ach, jetzt spinnt die Tür schon wieder. Na, okay, alles eingesammelt. Sehr luftig. Jetzt muss ich leider das Glas zerschlagen, weil es macht hier absolut keinen Sinn mehr. Alles klar. Dann schauen, also den, das Fundament hatten wir ja schon fertiggestellt, soweit ich mich da richtig erinnere. Okay, dann kann man hier Erde abschließen. Ups. So. Obwohl, das Fundament sollte eigentlich auf einer Ebene sein und nicht unten drunter nochmal eine Erdebene haben. Da müsste ich ja das ganze Ding hier auslegen. Naja, das sind so Schönheitsbaumaßnahmen, die man immer noch machen kann. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch einen kleinen Aufstieg. Um hier noch eine neue Ebene draufzusetzen. Moment mal. Es ist jetzt wie viel hoch? Da kommt der Boden unten rein. Dann 1, 2, also plus 2. Na gut. Okay. Klar. Und die letzte Reihe. Jawohl. Der Boden. 1, 2, 3. Bräuchte ich eigentlich noch eine Ebene, bevor das Dach kommt. Ein bisschen Sorge, wie ich hier dann wieder sicher runterkommen soll. Na gut. Da hätte ich mir mal vorher Gedanken machen sollen. Alles klar. Ich sehe schon, wir werden hier eine Menge Holz benötigen für diesen Bau. Obwohl, es sollen natürlich auch Fenster reinkommen. Die habe ich jetzt noch nicht ausgespart. Ist wahrscheinlich nicht gerade die effektivste Bauweise. Okay, tada, Stapel ist zu Ende. Jetzt muss hier noch schnell das Dach drauf. Dann haben wir quasi die erste Ebene des Turms fertig. Das Erdgeschoss. Ist dann quasi eben der Eingang, so eine Art Empfangsbereich. Und das Schlafzimmer kommt natürlich im fertigen Gebäude ganz nach oben, also in die Etage direkt unter die Glaskuppel. Okay.
Dann versuche ich jetzt hier mal rückwärts zu bauen. Okay. Auch. Erstaunlich, wie schnell eine Viertelstunde vorbeigeht. Also meine Folgen sind ja jeweils 15 Minuten. Und die schon... Also fast 15 Minuten. Ich muss mal ein bisschen Platz lassen für den Vorspann, also das Titelbild und den Abspann. So, ich hoffe nur, ich kriege hier das Dach noch fertig. Oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig, mich hier mehrere Folgen beim Bauen zu beobachten. Also wenn ich mir ein Let's Play anschaue oder irgendwelche Minecraft-Videos, dann finde ich das immer interessant zu sehen, wie die Leute so bauen. Man lernt so ein bisschen... Wie machen die das? Was ist die beste Methode, um irgendwie zügig irgendwas zu bauen? Und öfter kriegt man einfach mal eigene Ideen. Alles klar, jetzt muss ich hier nur noch sicher runterkommen. So, habe ich noch Holz? Ja. Das heißt, ich könnte hier tatsächlich... eine richtige Ebene hier noch reinziehen. Das ist ja dann gleichzeitig der Boden für die nächste Ebene. Okay. Nein, so war das nicht gedacht. Alles klar, wahrscheinlich werde ich mir dann da mal eine Leiter daran setzen. Alles klar. Natürlich muss hier noch die Tür um eins nach oben versetzt werden. Das mache ich jetzt gleich mal. So. Denn da unten kommt nochmal ein Stück Fundament hin. Oh, jetzt wird es dunkel. Ach, Mist. Ah, hätte ich vielleicht die Spitzhacke nehmen sollen. Okay, dann lassen wir das mit der Tür erstmal. Nein! Wieso kann ich denn die jetzt nicht mehr setzen? Ja, bloß die kann man nur... Bloß die kann man irgendwie nur mit Holz setzen, oder? Kann ich denn die Tür nicht mehr setzen? Naja, wahrscheinlich... wahrscheinlich sitzt ihr gerade vor dem Bildschirm und ruft, ach du Noob, so geht das. Aber wie gesagt, ich bin kein Minecraft-Experte. So. Alles klar. Jetzt erstmal ein bisschen ausgeleuchtet. Okay, in naher Zukunft werden wir noch ein bisschen Holz gebrauchen. Das heißt, wir machen dann mal eine kleine Baupause und einen Ausflug in den Wald, um noch etwas Holz zu schlagen. Jetzt frage ich mich nur, was das mit der Tür für ein Quatsch war. Gut. Also hier könnte ich auch mal ein paar Sachen dann richtig hinstellen. Ofen, perfekt. Das hier ist irgendwie nicht so perfekt. Und das Bett im Kabuff ist auch nicht so perfekt. Da ist noch die Kiste. Ei.
Ach, wahrscheinlich wegen dem Grünzeug. Okay, also das werde ich jetzt hier nicht wieder zuschütten oder so. Also in das Gebäude soll später noch ein kleiner Keller rein. Aber während wir schon mal hier in der Nacht unterwegs sind, wenn wir schon mal wach sind, können wir hier auch einen gescheiten Holzfußboden reinsetzen. So dachte ich mir das nämlich. Jetzt müsste ich natürlich diese Kiste hier irgendwie... Da ist jetzt nicht so viel Zeug drin. Das kriegen wir wohl alles in unser Inventar. Und dann kann ich die auch an eine bessere Stelle setzen. So, die Kiste ist leergeräumt. Dann sammeln wir sie mal ein. Natürlich unser Holz verloren gegangen. Haben wir denn noch Erde, um diese Lücke zu schließen? Da haben wir noch jede Menge Erde. Ist natürlich jetzt ein bisschen Humbug, weil, wie gesagt, da soll ja noch ein Keller rein. Na gut, aber das werde ich jetzt hier erstmal dicht machen, das da unten. Den Keller ziehen wir dann später rein. Aber bevor ich das mache, mache ich jetzt doch nochmal Licht rein. Keine Ahnung, ob das groß genug ist, dass da irgendwelche Monster spawnen könnten, wenn es dicht und dunkel ist. Gut, macht nichts, da hat man die Monster halt unter dem Haus. Aber muss ja nicht sein unbedingt. Okay. Muss ungefähr merken, wo der Keller ist. Das mache ich mal. Na, das ist eine schlaue Idee ist. Das fällt ja dann eh runter. Na gut. Das ist ein Holz, macht nichts. Da setze ich einfach mal Erde rein, dass ich mir merke, da quasi der Keller ist. Das ist es wohl gewesen mit Holz. Jawohl. Das heißt, morgen müssen wir neues Holz suchen. Gut. Dann können wir eigentlich nicht mehr so viel machen. Wir können hier unsere Gerätschaften nochmal aufstellen. Ofen und Werkbank. Stehe ich jetzt hier einfach mal so auf. Das ist aber nicht der Ofen gewesen, nicht die Werkbank gewesen, sondern die Kiste. Die sehen doch relativ ähnlich aus. So, hier alles drei nebeneinander. Sehr schön. Dann haben wir unser Tagwerk für heute erstmal erfüllt.